bevor das Video losgeht, Freunde, habe ich ein cooles Gewinnspiel für euch. Und zwar verlose ich 10 mal 20 Euro Guthabenkarten für Xbox, Amazon, PlayStation, so wie ihr es halt haben wollt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst euch die App Bigo runterladen. Link dazu ist in der Beschreibung. Damit supportet ihr mich auf jeden Fall sehr stark. Und ihr müsst mir folgen auf Bigo. Ich heiße dann Nathan Black Bros. Wir werden da auf jeden Fall ein paar Streams machen, auf ganz entspannt. Ne? Das ist auch eine Zusammenarbeit mit Bigo. Ladet euch das runter. Über den Link in der Beschreibung folgt mir und bei 350 Followern werden 10 Leute ausgesucht, die ich dann auf der App Bigo anschreiben werde und ihr könnt mir dann schreiben, für welche Plattform ihr die Guthabenkarten haben wollt. Ich würde mich auf jeden Fall über dicken Support freuen. Ansonsten würde ich euch sagen, viel Spaß mit dem Video, ladet euch Bigo runter, folgt Nathan Black Bros, wir sehen uns. So, jetzt haben wir eine Sache anzusprechen, Digga. Yo. Wir haben ein Problem, ein großes Problem. Ne? Ich schwöre, gestern war ich auf dem Weg nach Hause. Ich bekomme einfach eine E-Mail von YouTube. Ich denke mir nichts dabei, Digga. Ich mache die diese E-Mail auf. Und was ist da drinne? Ich zeig's euch. Zack! Manuelsen haut uns einfach einen Strike rein. Ne? Ich schwöre, wir haben einfach einen Strike von Manuelsen bekommen. Wegen seiner Instagram-Story. Der Instagram-Story, wo er uns wirklich beleidigt hat. Ne? Deswegen haben wir einen Strike bekommen von ihm. Er hat das löschen lassen. Ja. Also das Video, wo wir darauf reagieren, ist nicht mehr zu finden. Ja. Und wir hatten noch nie einen Strike auf YouTube, Digga. Das ist der erste Strike, den wir jemals bekommen haben, Digga. Wegen so einer Sache. Ja. Ich hab's nicht verstanden. Und man muss dazu sagen, Digga, für die Leute, die unseren Kanal beobachten, die haben vielleicht gesehen, dass das Video weg. Das ist schon gestern, ne? Passiert? Ja, gestern, ja. Gestern passiert, Video wurde leider entfernt, Digga, aufgrund von, weiß ich nicht, wir haben nichts, also, ja, also wir haben jetzt niemanden beleidigt. Ja, wir haben nichts beleidigt, Digga, wir wurden beleidigt, Digga, wir reagieren drauf, unser Video wird gestrikt, Digga, hä? Eigentlich müsste das andersrum sein, dass wir das Video von Manuelsen striken. Deswegen, ich hab's gar nicht verstanden, warum Manuelsen das gemacht hat, ich schwöre, ich hab's 0,000% verstanden. Deswegen müssen wir ihn fragen, warum hat er das gemacht? Ja, Manuelsen, warum hast du uns striken lassen, Digga? Meint ABK das vielleicht mit Unterdrücker A von Manuelsen? Weil, guck mal, wir haben nur unsere legitime Meinung zu der ganzen Sache gesagt, ne? Vor allem, weil wir auch noch angegriffen worden sind, haben wir auch noch das Recht darauf zu reagieren. Wir hatten sowieso das Recht, auf sowas zu reagieren. Das war öffentlich so. Ja. Das war ja nichts Privates. Er hat das ja aber der hat uns ja schon direkt angesprochen. Ja, also, wer weiß, der weiß auf jeden Fall, dass wir gemeint haben. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das striken lassen hat, Digga. Weil bei 3 Strikes ist der Kanal weg, ne? Also, wenn du 3-mal auf YouTube einen Strike bekommst, dann ist der Kanal weg. Und wir haben ja jetzt ein paar Videos über Manuelsen gemacht. Wenn er 3-mal unsere Videos melden lässt, Digga, dann sieht es kritisch aus. Also wenn wir irgendwann keinen YouTube-Kanal mehr haben, Digga, dann wisst ihr auf jeden Fall warum, ne? Wegen dem M-Punkt. Ne, nicht nur vielleicht, nicht wegen ihn, aber jetzt gerade der Strike. Nein, also wenn. Weil der Strike läuft nach 90 Tagen wieder ab. Ja, genau, das meine ich ja. Der Strike ist auf jeden Fall. 90 Tage, Digga. Das wenn wir innerhalb der nächsten 3 Monate, dann wisst ihr auf jeden Fall, Manuelsen hat dafür gesorgt, dass wir genug Strikes bekommen haben. Obwohl wir nur darauf reagieren, was er sagt. Und das, also, was er direkt gesagt hat, so, da fühlt man sich angesprochen. Ich verstehe, ich hab's echt. Auf jeden Fall nicht so ganz verständlich. Und wir haben uns einfach kurz gedacht, wir machen ein Video darüber. Wir teilen euch das mit. Ja. Für die, die das nicht mitbekommen haben. Damit ihr jetzt Bescheid wisst. Und, wir leben jetzt ganz gefährlich, Digga. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir sagen, Digga. Weil anscheinend darf man über Manuelsen nicht berichten oder auf seine Storys reagieren. Es hätte auch gereicht, hätte er einfach ganz normal auf eine... hätte er auch einfach ganz normal auf YouTube oder auf Instagram kommentiert oder geschrieben, ey Jungs, könnt ihr das Video rausnehmen? Ja, hätte er dann bei Instagram. Ja, locker, weil das Ding ist, sowas kommt ja öfters vor, ne? Bei Pump and Monkey, wenn wir auf seine Videos reagiert haben, hat er mir auch ab und zu mal geschrieben, ey, die und die Kandidatin möchte nicht mehr dabei sein, kannst das Video runternehmen und ich schwöre, ich bin der letzte Mensch, der es nicht runternimmt. Ich nehme immer runter, direkt so, wenn die Leute wirklich nicht wollen. So, ja, ne? Nathan nimmt echt runter, bei mir ist schwer. Ich sag vielen Dank, ich nehme nicht runter. Na, bei mir, ich nehme runter. Nathan nimmt runter, ehrlich. Wenn die Leute das nicht wollen, Digga, so. Ist dein Strike schon Upload-Sperre? Nee, ich glaube, bei 2 ist Upload-Sperre. Dann kannst du nichts mehr auf YouTube hochladen, glaube ich. Bin mir da nicht sicher. Ja, für 2 Wochen oder so. Ja. Aber nee, ist doch nicht. Sowas kann man nicht. Also ich schwöre, er hätte einfach schreiben können, so, dann hätte ich direkt runtergenommen. Ist kein Problem gewesen, aber das heißt, Strike ist eigentlich schwach, finde ich. Wirklich. Es zeigt, dass man nicht zu jedem Video von Manuelsen reagieren kann und seine Meinung sagen kann. Ne? Also es ist ein bisschen, ne? Meinungsunterdrückung. Lieben wir nicht so. Aber was denkst du, warum hat er striken lassen? Weil wir was gesagt haben, was ihm nicht gepasst hat? Oder weil er Sachen gesagt hat, die er nicht mehr mit hat? Weiß es nicht. Egal was, Digga. Es ist trotzdem kein Grund, ein Video zu striken. Striken ist echt das Letzte, was man als YouTuber oder generell als Person des öffentlichen Lebens machen sollte. Ne? Außer es ist halt wirklich sehr persönlich oder so. Aber nicht, weil jemand... auf dein Video reagiert und seine Meinung dazu sagt, Digga. Deswegen striken ist kein... Ja, hätte ich echt schreiben können. Ja, das, ehrlich, das
Aber ja, okay. Na, akzeptieren wir. Wissen wir jetzt Bescheid auf jeden Fall. Wissen wir jetzt Bescheid, Digga. M-Punkt, Digga. Erster Strike, ne? Seht ihr nochmal. Zack, zack, zack. Urheberrechtsverletzung, Digga, ne? Hier. Ja, wenn du mehrere wird dein Kanal geschlossen. Es geht schnell, Digga. Es geht sehr schnell, Digga, ehrlich. Guck, wegen Instagram-Story und Post. Antrag von Manuelsen. Hart. Echt hart, Digga, ne? Echt hart, Digga.